So, weiter geht's. IM Waske aus Serbien. Ja, den hatte ich auch schon häufiger. Ja, das frühe Läufer G4 ist eine ganz gute Variante für Schwarz. Als E6, ja. Schwarz steht insgesamt hier immer solide in den Stellungen. So, Schwarz hat irgendwie hier C6 nicht gezogen, das ist ungewöhnlich. Aber kann man, glaube ich, auch nicht direkt ausnutzen. Ich nehme mal auf D5, spiele Springer C3. Die weiße Idee ist jetzt hier mittelfristig mit E4 zu spielen. Also E2, E4, um dann nach DE, DE hier mit 4 gegen 3 am Königsflügel zu spielen. Eine andere Möglichkeit wäre jetzt hier konkret auch Springer H4. D5 nochmal angreifen, DE, Springer F5. Ich mache aber erstmal hier einen Vorbereitungszug. So, jetzt macht er doch C6. Gut, dann spiele ich mal E4. H6, aha. Der sieht für meine Begriffe komisch aus, der Zug. Weil im Prinzip hier noch nichts gedroht hat, irgendwie. So, wenn ich jetzt Springer H4, F5, ist eine Idee. Könnte aber auch zunächst mal einfach mich weiterentwickeln mit Läufer E3 oder vielleicht auch Läufer F4. Ich spiele mal Läufer F4. Eigentlich gehört er nach E3, aber. Ich wollte jetzt Läufer E3, Läufer C5, war mir nicht ganz klar. Springer C5. Überraschend. Gut, machen wir erstmal Turm D1. Jetzt würde ich mit Dame B6 rechnen. So, jetzt können wir natürlich leider nicht Springer D4 ziehen, weil noch die Fesselung besteht. Aber man kann erstmal G4 machen und dann Springer E5 oder Springer D4. Ja, die Dame auf B6 steht natürlich auch immer potenziell in Läufer E3 drin. Also Läufer E3 und dann die Diagonale E3 nach A7. Ja, ich überdecke mal den Springer. E4 ist von Schwarz häufig angegriffen, aber ich habe es oft genug gedeckt. Und stehe jetzt eigentlich bereit zu F4, F5. Dame A6, ja, er möchte vielleicht nach C4 gehen. Was zwar irgendwie geht, aber auch nicht so furchtbar viel bringt. B5, B4 könnte eine Idee sein. Aber okay, F4 ist hier eh plangemäß. Und ich denke schon, er muss irgendwie was machen gegen F5 und E5. Das sieht schon irgendwie gefährlich aus. Man muss ja immer nur ein bisschen aufpassen, dass man bei allem Vorziehen nicht am Ende selber ohne Ende Löcher hat. Es ist zwar gut für Weiß, aber gibt irgendwie immer noch Konterchancen. Jo, schön, Zug, den ich überhaupt nicht auf der Rechnung hatte. So, einfach wäre jetzt F4, F5, wobei dann Springer D4, Läufer D4, Turm D4 vielleicht eine Möglichkeit ist. Turm D4, Läufer C5. Ich könnte jetzt auch Springer F5 ziehen, wäre möglich. Oder ich könnte auch
Springer B3 machen und sagen, dass ich jetzt F5 drohe und Springer E6 eigentlich ein blöder Zug war. Mal gucken. Beispielsweise, wenn hier mal ein Endspiel entsteht, wo ich zu F5 und dann Läufer H7 gekommen bin, sollte das eigentlich sehr angenehm sein. Ich mache das jetzt mal F5. Mal schauen, wo er hingeht. Könnte nach G5 vielleicht sogar gehen, weil auf H4 dann Springer schlicht G4 ginge. Allerdings ist fraglich, ob er auf G5 irgendwie eine Perspektive hat. So, da will er bestimmt irgendwie mal nach E5. Aber hier müsste eigentlich schon gut sein, wenn ich ein bisschen Material reduziere. Wie gesagt, ein Endspiel wäre mir hier sehr recht, weil der Läufer auf H7 wirklich ein Nachtwächter ist. Da bräuchte er erstmal noch einige Züge. So, jetzt hat er mit dem Läufer geschlagen. Ist natürlich möglich. Ich könnte jetzt aber Springer C5 machen, ne, und das Feld nutzen. Dame B6 könnte ich zum Beispiel auch Dame F2 machen und dann die Abzüge da drohen. Das sieht eigentlich harmonisch aus. Weiß gar nicht, ob irgendein Abzug wirklich konkret droht, aber macht auf jeden Fall hier einen harmonischen Eindruck. So, hier jetzt vielleicht einfach Läufer F4. Aber naja, so furchtbar viel bringt es nicht. Ne? Ich nehme erstmal die D-Linie. Das hatte ich nicht auf der Rechnung. Jetzt will er E5 blockieren. Time warning. Geh da lieber zurück. Spiel jetzt Läufer F4. So, er hat die Blockade hier erstmal geschafft. Allerdings, muss er da schon mit allen Figuren drauf stehen bleiben. So, jetzt droht G5. So, er hat jetzt zeitmäßig deutlich aufgeholt. So, G5. Auf Springer D3 habe ich noch immer den Zwischenzug GF6. So. So, wenn ich mich jetzt hier nicht schwer vertue, gewinnt das hier eine Figur. Weil die 8 hier unten hängt. Also Turm E5, Turm D8. Oder Dame E5, Dame E5, Turm E5, Turm D8. Ist sogar matt, ja, weil der Läufer halt so eine traurige Figur ist. Check. So, die Figur haben wir gewonnen. So, und jetzt Check. Schach geben und rausnehmen. So, jetzt muss er, denke ich, auch noch schlagen. Aha. Check. Black forfeits on time. So, Zeitüberschreitung. Ja, das sah eigentlich nach einem recht sauren Sieg aus. Die ganze Struktur ist hier sicherlich schon ein bisschen unangenehm für Schwarz. Einfach wegen dem immer sehr problematischen Läufer auf G6, der dann auf H7 so schlecht zu stehen kommt. Der enorme Raumnachteil
ist natürlich auch ein Problem. Ja, da kam er irgendwie nicht mit zurecht mit der Stellung. Und da hat dann zum Glück auch ein bisschen Zeit verbraucht, dass ich nicht in so ganz arge Probleme gekommen bin.